Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Dominik Kahan verlor mit den Chicago Blackhawks gegen Colorado Avalanche Urheberrecht Getty Images 23. Februar 2019, 10.26 Uhr. Dominik Kahan unterliegt mit den Chicago Blackhawks gegen Colorado Avalanche. Die Blackhawks liegen jetzt 3 Punkte hinter einem Wildcard-Rang. Nationalstürmer Dominik Kahan, 23, hat mit den Chicago Blackhawks einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Der sechsmalige Stanley Cup-Gewinner unterlag dem direkten Konkurrenten Colorado Avalanche mit 3:5 und hat im Westen 3 Punkte Rückstand auf den zweiten Wildcard-Rang. Tabellen der NHL-Anzeige, jetzt die neuesten NHL-Fin-Artikel kaufen, hier geht es zum Shop. Kahan blieb in 15:41 Uhr Eiszeit ohne Scorer. Bei den Gästen kam Nationaltorwart Philipp Grubauer nicht zum Einsatz. Colorado steht nach dem dritten Sieg in Serie 2 Punkte vor den Blackhawks.